Der frühere bosnische Serbenführer Karadzic muss lebenslänglich ins Gefängnis. Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verschärfte heute in einem Berufungsverfahren das Strafmaß gegen den 73-Jährigen. Er war 2016 zunächst zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Karadzic politisch für Kriegsverbrechen verantwortlich ist, unter anderem für das Massaker von Srebrenica im Sommer 1995. Tränen der Erleichterung bei Opfern und Hinterbliebenen in Den Haag. Die Haftstrafe gegen Radovan Karadzic wird auf lebenslänglich erhöht. Alles andere wäre unangemessen. Ich bin sehr erleichtert über die lebenslängliche Strafe. Ich habe 61 männliche Familienmitglieder verloren. Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der ehemalige Präsident der bosnischen Serben hatte die Urteilsbegründung emotionslos verfolgt. Zuvor in seiner Berufung Freispruch von allen Vorwürfen gefordert. Das Gericht wies das zurück. Wir befinden Mr. Karadzic für schuldig und verantwortlich für Völkermord, Hinrichtungen, Vernichtungen, Mord, Deportationen und andere Vergehen gegen die Menschlichkeit. Karadzic gilt als politisch Verantwortlicher für das Massaker von Srebrenica, das größte Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Juli 1995 wurden dort bis zu 8000 bosnische Muslime ermordet, in Massengräbern verscharrt und später exhumiert. Auch die jahrelange Belagerung von Sarajevo mit mehreren tausend Toten, insbesondere durch Scharfschützen, fällt laut Gericht in Karadzics Verantwortung. Mit diesem Urteil geht der wohl aufwendigste und wichtigste Prozess des Tribunals für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien zu Ende. Ein Urteil mit Symbolkraft. Jetzt ist nur noch ein Berufungsverfahren offen, das gegen Karadzics Vollstrecker, General Mladic.